Hey! Alle Gude, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde. Schon bevor ich das wurde, was ich jetzt bin, schon vor dem großen Krieg, trug ich diesen Namen. Wright, der Strahlende. Ein verheißungsvoller Name. Wahrlich hält der Schöpfer eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns bereit. Vorsicht, die haben Spione überall. Ladenschluss. Schauen wir wegen der Bezahlung beim Boss vorbei. Oh, ich brauche das Gewehr und die Rüstung wieder. Befehl vom Boss. Hey Lou, wir müssen gehen. Ich glaube, er sagte Lou, könnte aber auch was anderes gewesen sein. Wenn ich genauer nachdenke, sagte er Lou irgendwas, was mit T, Tennant. So nannte er ihn, Lou Tennant. Er hat wahrscheinlich Lieutenant gesagt, Wayne. Der Junge meint es gut, ist aber manchmal dümmer als ein Mutant. King, wir haben Probleme. Legen Sie los. Was geht da vor sich? Beim Bahnhof gibt es eine Schießerei. Pacer und ein paar Fremde. Könnten RNK sein. Was macht der Depp denn? Bitte gehen Sie los und entschärfen Sie die Lage. Da kann ich doch zumindest seine Nachricht weiterleiten. Sie sind also wieder. Ich habe Sie noch für. Sie können wirklich gut. Mit so jemandem macht man.
Was zum Teufel? Sie sind doch der Kurier, den Benny in Good Springs umgenietet hat. Sie sollten tot sein. Ja, ja, hören Sie auf, so rumzuspinnen. Sie haben überlebt und uns gefunden. Was jetzt? Was in drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Da habe ich einen Schwarze getroffen. Mitdenken ist wohl nicht deine Sache. Oder bist du einfach nur dickköpfig? Das sind jedenfalls gute Neuigkeiten. Vielleicht kann ich jetzt nachts wieder ruhig schlafen, weil du nicht tot bist. Wenn du mir dann vertraust, mache ich es. Folge mir. Kommen Sie Mr. Benny nicht zu nahe. Keine hektischen Bewegungen in der Nähe vom Boss entstanden. Halt in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere... Gehen Sie zu ihm. Zu Caesar gelangen Sie über die Cottonwood Cove südlich von Nelson. Der Cursor Lucullus... Hey, Sie da. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie ist vom Botschafter Crocker. Schön, Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Wow, wissen Sie eigentlich, wie besonders das ist? Ein echter roter Teppich. Es mag etwas gemein scheinen, seine Einladung derart gegen ihn zu verwenden, aber es ist sicher zum Wohle der Allgemeinheit. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt, aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Beeindruckend! Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip. Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Ich wusste, dass sie den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf sie warten müsste. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüssler. Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platin-Chips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn sie haben ja ihren Kopf noch. Das ist nicht lustig, so ein Kopfschuss. Ich hätte wirklich nicht so stolz auf diese Planung sein sollen, oder? Jetzt fühle ich mich richtig mies. Ja, sicher doch. Wie konnte ich das vergessen? Und das ist auch gut so. Der Platin-Chip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung von deren Unterstützung. Die Securitrons sind alle Unterstützung, die sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe.
Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen sie ihn einfach aus. Es ist alles ihre Entscheidung. Davon gibt es viele. Einige haben sie vielleicht schon kennengelernt. Etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen. Also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen, wie die Rumser, die Großkane und die Stählerne Bruderschaft. Sie ziehen in enormen Powerrüstungen durch die Gegend und haben viele Energiewaffen. Aber es gibt eine Kehrseite. Sie sind einfach technologiebesessen. Sie glauben, alle Technologie müsse ihnen gehören. Sie werden verrückt, wenn jemand anderes sie hat. Alles in allem dürften sie wohl kein Vegas akzeptieren, das sich mit Robotern schützt. Keine Hektik. Lassen Sie sich Zeit. Sie sehen gut aus, Ramos. Benehmen Sie sich diesmal, Veronica. Woher haben Sie denn diesen Augenbot? So eine Modifikation habe ich noch nie gesehen. Das war's. Wir haben ihn. Der Virus wurde beseitigt. Hallo, Mrs. Mellett. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute.